Mehr, mehr, mehr. Immer schön kaufen, kaufen, kaufen. Nicht, dass ich besser bin. Aber egal. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das hier lokal sein soll. Irgendwie beeindruckend, was wir Menschen geschafft haben. Wenn man bedenkt, wie kurz wir erst auf der Erde sind. Wie war das? Wenn alles seit dem Urknall ein Jahr wäre, dann käme der Mensch am 31. Dezember, am letzten Tag des Jahres, nicht mal eine Minute vor Mitternacht. Und hier sind wir. Halten uns für die größten Herrscher der Welt, sogar des Universums. Schließlich waren wir schon auf dem Mond und die Sache mit dem Mars dauert nicht mehr lange. Es ist ein bisschen naiv zu glauben, wir wären so mächtig. Von den Molekülen her unterscheiden wir uns doch auch kaum von einem Baum. Ich wette, die Natur holt sich das alles zurück. Da haben wir doch gar keine Chance. Die Erde überlebt. Und wir mit unseren Autos, Computern, Kraftwerken und Flugzeugen werden verschwinden. Perfekt wäre, wenn alles so bleiben würde, wie es ist. Das wäre schön. Also mit der Ausnahme, dass wir die Luft etwas sauberer halten sollten. Kann doch nicht so schwer sein. Oder? Fahrrad fahren, lokal einkaufen. War bloß nicht wie so ein Freak auf einem Baum leben. So ganz ohne Technik und so wäre auch blöd. Wie das wohl wäre? Zu leben wie früher? Boah, nee. Deswegen macht keiner was. Ist gemütlich so. Im Grunde ist es allen egal. Bis man aus seiner Comfortzone gerissen wird und selbst die neuen Hafenmauern die Ostsee nicht von Rostock fernhalten können. Ist mir auch fast egal. Nein. Aber ich mache auch nichts dagegen. Klimaschutz und so, Öko-Scheiß. Warum? Nur so aus Bequemlichkeit? Nee, es funktioniert halt nur, wenn alle mitmachen. Wenn alle Menschen merken, dass wir alle im selben Boot sitzen. Hier wird's sein wie Noahs Sintflut. Die Natur macht ja eigentlich keinen Unterschied zwischen alt und jung, Ländern, Religionen, arm und reich. Aber die, die es sich leisten können, hätten ein gutes Boot und könnten am Petrikirchturm anlegen, bevor sie Richtung Hannover segeln. Eigentlich mag ich ja Wasser. Zumindest in Maßen. Ich mag Rostock. Es ist schade, dass wir gleich an vorderster Front sind. Die Natur wehrt sich, oder besser, sie verändert sich, so wie sie es schon öfter getan hat. Wir Menschen werden merken, dass wir nicht allmächtig sind, dass wir, wenn das Klima verrückt spielt, zuerst den Kürzeren ziehen. Hitze, Kälte, Stürme, Fluten, Hunger, Durst, Atemnot. Wenn weiter so wenig passiert, sind wir all dem ausgeliefert. Rostock wird mit als allererste Stadt überspült werden und alles verschwindet mit ihr. Meine Freunde, meine Familie, mein Zuhause, alles, was ich habe. Ist weg. Geht unter.